Der Gedanke bei Lisette, der immer vorne steht, ist, das Instrument soll dienen und einfach sein. Und so müssen auch die Dots gut ablesbar sein. Wir werden ja alle nicht jünger. Deswegen große sichtbare Dots auf dem Griffbrett, oh, das ist noch Standard, aber auch auf der Kante. Und das ist jetzt eine kleine Besonderheit, man kann sie bei Bedarf auch beleuchten. Wer schon mal auf einer Bühne gestanden hat mit einer tiefen Beleuchtung und geblendet war, der weiß sowas zu schätzen. Man kann es allerdings so abschalten und man sieht dann davon nichts. Also es gibt keinen Prollfaktor, aber man hat eine kleine dezente Lesehilfe. Kann man ja schon mal brauchen. Ich habe mich bei den Pickups für EMG 89 entschieden. Ich weiß, dass mancher Gitarrist jetzt die Nase rümpft, aber da es bei diesem Instrument um ein radikal problemloses Instrument gehen sollte, gehen brummende Tonabnehmer nun mal nicht. Und ganz ehrlich, was nützt einem authentischer Sound, wenn man neben einem Moving Head steht und der Kollege das Handtuch wirft, weil das alles so brummt? Also, das da das hier nicht. Ich habe in Position 1 nicht, wie man erwartet, einen dicken Humbucker, sondern einen Begleitungston gesetzt, nämlich den Single Coil. Davon ausgehend, dass Leute, die Top 40 spielen oder Rock spielen oder so, hier ganz schnell sozusagen an ihrer Endposition sind, am Endbahnhof sind. Hier kommt also der Single Coil und der klingt ungefähr so. In der nächsten Position kommt der Humbucker. Der klingt vokal, wie man es von einem Humbucker am Hals erwartet, aber er ist nicht lauter als der Single Coil. Denn, und das kann man auch nur bei EMG, ich habe ihn gedimmt. Wer es laut haben will, kann es auch laut haben. Hier kommt etwas, was man vielleicht als Telesound bezeichnen mag. Das sind zwei Single Coils. Jetzt kommt ein Steg-Single Coil und der klingt auch so, wie man das erwartet. Und hinten ist das, was man überhaupt erwartet, das Brett. Das hat wunderbare Obertöne, kippt, hat Sustain und macht im Rock eigentlich genau das, was man haben muss. Bei der Mensur kam mir Professor Zufall zur Hilfe. Ursprünglich wollte ich nur probieren, wie weit ich die Saite verlängern kann, ohne dass die Spannung stört. Doch dann stellte ich fest, nicht die Spannung veränderte sich, sondern die Elastizität. Und es ist tatsächlich so, dass sich Elastizität und Spannung bei Stahl nicht linear verändern. Ich hatte also ein wenig an der Spannung gedreht und sehr viel Elastizität gewonnen. Und das wirkt sich ganz deutlich auf das Instrument aus. Zum einen schwingen die Saiten sehr viel präziser ein und aus. Zum anderen, dadurch, dass sie mehr gereckt sind, erschlaffen sie auch nicht so schnell. Das heißt, wenn ich das Tremolo bewege, auch wenn ich es stark bewege, rutscht nichts vom Sattel oder kann sich lösen, sondern es rutscht ein Stückchen zusammen und kommt wieder zurück. Und das ist plausibel, das macht weniger Verstimmung. Das dritte ist, dass ich ein sehr elastisches Spielgefühl bekomme. Das Design von Lisette hat eine scharfe Kante. Spielerei und Attitüde sucht man hier vergeblich. Das obere Cutaway endet dort, wo der Gurt beginnt. Das untere schafft Platz für die Spielhand und eine Auflage für das Bein, so wie der Bogen am anderen Ende. Der Korpus ist rund gezogen, damit der Arm bequem aufliegt. Knöpfe und Schalter sind aus der Hand schnell zu erreichen. Und der gerade Seitenverlauf minimiert Verstimmungen. Form follows function. Wenn ich die Gitarre am Gurt habe, möchte ich die rechte Hand etwa vor dem Nabel haben. Die Position der Gitarre wird jedoch bestimmt durch die Länge des Cutaways. Ist es länger, rutscht die Gitarre rüber und ich muss die rechte Schulter verdrehen. Das kann bei langen Rhythmuspassagen ganz schön anstrengend werden. Ist das Cutaway kürzer, rückt die Gitarre heraus und ich muss die linke Hand verdrehen.
Auch das kann zu großen Schwierigkeiten, sogar zu Sehnenscheidenentzündungen führen. Darum, rechte Hand vor dem Nabel. So macht es Lisette. Zusammenfassend und am Ende würde ich sagen, Lisette ist nicht einfach ein neues, schon wieder ein neues Instrument. Lisette ist ein Instrument, was bis ins Detail durchdacht ist. Klar, Lisette ist radikal. Lisette hat einen eigenen Charakter und braucht einen Spieler mit einem eigenen Kopf.